Umgang mit Einbildung. Vielleicht hast du mit einem Menschen zu tun, der sich alles Mögliche einbildet. Man kann sich einbilden, dass man etwas Besonderes sei. Man kann sich einbilden, dass man nicht so besonders ist. Man kann alles Mögliche sich einbilden. Eines solltest du wissen, so wie Menschen die Welt sehen, so ist sie nicht. Yoga Vedanta sagt ja sogar, die ganze Welt ist nur Einbildung. Es kommt weniger darauf an, wirklich jetzt die einzig richtige Wirklichkeit zu kennen und sich darum zu kümmern, sondern es kommt nur darauf an, welche der vielen Einbildungen ist so, dass man mit anderen darüber kommunizieren kann. Auch die moderne Kommunikationstheorie und die moderne Philosophie spricht vom Konstruktivismus. Die Hirnphysiologie hat zeigen können, dass, wie wir die Welt wahrnehmen, irgendwas auch mit Hirnphysiologie zu tun hat. So hat jeder Mensch verschiedenste Formen von Einbildung. Auch du selbst hast verschiedene Formen von Einbildung. Es kann im Gegenteil sehr hilfreich sein, zu erkennen, welche Einbildungen andere haben. Das kann ganz interessant sein, die Vorstellungen der anderen kennenzulernen und dir selbst bewusst zu werden, wo du dir einfach Dinge einbildest.